Schau nach vorn. Überlass George die Firma und mach mit mir diese Kreuzfahrt. Anne ist eine schwierige Person, ich weiß. Aber ich liebe sie. Ich liebe sie, wie sie ist. Eine gemeinsame Reise könnte sie endlich von ihrer Vergangenheit ablenken. Genau das. Mensch, ich möchte, dass meine Mutter endlich wieder glücklich ist. Mit dir. Du stellst dir also vor, ich trete als Strohmann für dich auf. Ja. Marion kennt dich nicht. Sie hat dich nie zuvor gesehen, also wird sie auch keinen Verdacht schöpfen, wenn du dich für das Cottage interessierst. Das stimmt. Also gut. Aber du musst mir eins versprechen. Anne darf nie etwas davon erfahren. Ich glaube, das liegt im gegenseitigen Interesse. Zwei Lager, bitte. Ja, ich kenne deine Mutter. Ich könnte mir vorstellen, dass sie schon auf die gleiche Idee gekommen ist, einen Strohmann vorzuschicken. Da war die Chance meines Lebens. Und ich habe ihn ausgeschlagen wegen meiner Mutter. Komm, es ist bestimmt noch nicht zu spät. Ruf ihn einfach an und rede mit ihm und das wird bestimmt okay. Wenn du willst, mache ich das für dich. Ich bewundere deinen Mut. Ich wünschte, ich könnte so sein wie du. Ja, das ist keine Ahnung. Diese Ausbildung im Altenheim mache ich nur wegen meiner Eltern, um was Bodenständiges zu lernen. Aber es interessiert mich null. Ich wäre am liebsten Schauspielerin. Warst du deswegen in Hamburg? Ja, um vorzusprechen, aber... Ach, mach dir nichts draus. Ich kenne Leute, die mussten 8-9 Mal vorsprechen. Du hast es wenigstens versucht.